Hallo Freunde des Kanuto Sports, grüß euch. Ich mache mal wieder ein Unboxing, habe ich gedacht. Und zwar habe ich mir Schuhe gekauft. Und jetzt in der Sommerzeit habe ich wieder normale Wasserschuhe, die man so anzieht. Ja? Aber es gibt Barfußschuhe, genau. So, und da habe ich mir dann mal gekauft, weil ich gucken will, wie die so sind. Weil ich und ein Kollege zwischendurch dann auch mal gerne im Bach rumstipseln. Und ob das jetzt die was taugen, man kann es aber, ich habe gelesen, zum Bergsteigen nehmen, zu allem möglichen, im Strand, also was ihr euch so vorstellen könnt, im Bad, im Schwimmbad meine ich. Ja. Mal gucken, wa? Da drin sind sie. Bin mal gespannt. Packen wir es aus. Da haben wir die netten Dinger auch schon. Soll angeblich rot sein. Für mich sieht das aus wie orange. Der Tisch ist gut, ja. Also die scheinen auch mit den das sind 5 mm dick vom Fuß hier. Das fühlt sich wirklich an, als wenn man auf seinem eigenen Fuß steht. Und man soll ja angeblich ganz leicht rein und rauskommen, ohne festen Schnürdingsbums, ne, also Schnürsatz. Ja, gucken wir hier nochmal raus. Da haben wir dann von links und von rechts Schuhgröße 47. Das sollte doch eigentlich, macht man ja mal den Test. Also sollte passen. Ja. Ich weiß nicht, wie sie bequem sind und ja, wie bequem sie sind. So wollte ich sagen. Genau, Ecker, mir fehlt die Sprache. Das sieht aber gar nicht so schlecht aus. Vor allem nehmen auch nicht viel Platz weg. Kann man mal in meinem Rucksack transportieren oder so. Ja, geil. So, Polyester ist vorhanden, Mesh, das kenne ich jetzt nicht, und Elastan, aber das kennt ihr ja alle, das ist ja diese Dehnbarkeit und dass sie ein bisschen was aushalten. Haben 7 Lüftungslöcher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, damit das Wasser wieder ablaufen kann, ist natürlich hier und hier. Wasser sammelt sich ja normalerweise eigentlich hier so, aber dass die Löcher da so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es beim Laufen ist, wie angenehm die sind, wie lange das hält. Man weiß ja, wenn man mit 10 da vorne gegenkommt, dann kann sich das da schon mal lösen. Ja, biegen kannst du das auch. Boing. Guck mich mal, da kannst du mal so richtig schön ein, ne, wenn er frech wird. So, ihr seht, jetzt habe ich sie mal an. Also, die sitzt eigentlich ganz gut. Wenn du, ich denke mal, ein hartes, also 5 mm Sohle ist halt nicht viel. Ich denke mal, wenn du eine schöne Kante, hast, dann denke mal Stein oder so, das wirst du dann schon merken. Auch 5 mm machen den Hahn ja jetzt nicht fett. Ne? Das ist ja nicht viel, 5 mm. Aber da kannst du nicht so gut biegen, wenn es doch ein bisschen mehr wäre. Du kommst wirklich sehr leicht rein. Gut, man kann es hier noch ein bisschen fester machen mit. Ob das so gut ist, weiß ich nicht, dass man die vielleicht abreißt, die Schlaufen hier. Aber ansonsten, hat man was. Sitzen ganz bequem, sehr bequem sogar. Man kann auch, glaube ich, ganz leicht raus. Man muss nur da hinten ein bisschen stehen bleiben. Zack, hast du es aus. Schubst die Bohne, weil du oben, hier oben sehr weit offen hast, wie hier zum Beispiel, gut zeigen kann. Da kommst du dann einfach zack, also ein bisschen raus. Also sitzen sehr toll. Im Eignungstest, ja, ich hatte jetzt sehr lange angehabt, seitdem ich es eigentlich hatte, weil im schönen Wetter, das Fahrradfahren geht auch. Auf der Arbeit habe ich sie jetzt nicht angehabt, aber draußen, ich war eigentlich nur mit den Dingern unterwegs. Halt auch ein bisschen warm, zwischendurch mal einen Ausflug einfach ins Tretbecken oder am Bach macht, kannst direkt reinlaufen, trocknen, dann nimmt der auch wieder. Also ist echt, für den Preis kann man meine Schuhe echt nicht meckern, ist super. Die halten auch, muss, wenn man halt ein bisschen aufpasst und so weiter, nicht. Wenn man sagt, man bleibt ja eigentlich mal zwischendurch mit dem Schuh einfach mal irgendwo am Asphalt hängen, weißt du, also schrappt dann drüber. Klar, dass du dann Abreibung hast vom Material, aber wenn man ein bisschen aufpasst, ist das eigentlich kein Problem, dann halten die sehr lange. Und die leisten echt gute Dienste, also. Ich finde die top. Also
Kauf es definitiv, Daumen hoch und lohnt sich. Für 20 Euro macht ihr echt nichts falsch mit den Schuhen. Also, und bequem sind die. Ach, richtig toll. Absolut. Kann ich nur empfehlen. Wirklich. Also, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Nachträglich nochmal hin dran. So, und in dem Sinne, wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ansonsten guckt ihr euch die nächsten Videos an oder die Videos davor. Wenn ihr irgendein bestimmtes Produkt sucht, was ich eventuell angeboxt habe, dann ja, gönnt euch und ja, viel Spaß auf meinem Kanal und hol do, fette Beute. Ich würde sagen, man sieht sich, bis zum nächsten Mal, euer Virus. Macht's gut, ciao mit V.